Und am Wort Volker Reifenberger von der FPÖ. Sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause vor den Bildschirmen. Am letzten Sonntag, am 1. Juli, ist das Erwachsenenschutzgesetz in Kraft getreten. Das ist ein historischer Schritt im rechtlichen Umgang mit sogenannten schutzberechtigten Personen. Es wurde die bisherige Sachwalterschaft reformiert und übergeführt in das sogenannte Erwachsenenschutzrecht. Dieses besteht insgesamt aus 4 Säulen. Die erste Säule ist die sogenannte Vorsorgevollmacht. Die gibt es jetzt rechtlich im ABGB seit dem Jahr 2007. De facto in der Praxis gibt es die Vorsorgevollmacht aber schon länger, weil das eine Entwicklung war des Notariates, die eben hier weit umfassende Vollmachten gestaltet haben, mit dem Zweck, eine Sachwalterschaft zu verhindern. Die zweite Säule, und die ist jetzt neu, ist die sogenannte gewählte Erwachsenenvertretung. Die dritte Säule ist die sogenannte gesetzliche Erwachsenenvertretung, und das ist eine Weiterentwicklung der gesetzlichen Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger. Und die vierte und letzte Säule ist eben die sogenannte gerichtliche Erwachsenenvertretung. Das ist das, was früher eben unter dem Begriff Sachwalterschaft in etwa zu verstehen war. Und das ist die letzte Stufe in dieser vierstufigen Hierarchie, und die gerichtliche Erwachsenenvertretung ist sozusagen nur das allerletzte Mittel, wenn keine der drei vorderen Säulen irgendwie zur Anwendung gebracht werden kann. Ziel und Zweck des Erwachsenenschutzgesetzes ist eben die Selbstbestimmung, die Autonomie entsprechend zu stärken und rechtliche Einschränkungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das ist natürlich ein schmaler Grat. Ein schmaler Grat, auf der einen Seite den notwendigen Schutz zu gewährleisten und auf der anderen Seite aber nicht eine übertriebene Entrechtung hier zu vollziehen. Der Gesetzgeber hat im Jahr 2017 beschlossen, das Pendel in die Richtung der Selbstbestimmung ausschlagen zu lassen. Und das ist das leitende Prinzip des Erwachsenenschutzgesetzes. Seitens der Betroffenen wird häufig der Wunsch geäußert, das Recht zu bekommen, auch Fehler machen zu dürfen und nicht durch zu viel Schutz eingeschränkt zu werden. Und jetzt haben wir das Erwachsenenschutzanpassungsgesetz zu beschließen, das am 1. August in Kraft treten soll und wo insgesamt in 27 Bundesgesetzen hier Anpassungen vollzogen werden. Es gibt ein paar Bedenken dagegen, das wurde zumindest im Ausschuss von der Frau Dr. Gries von der NEOS geäußert, dass die Schutzmechanismen zu sehr reduziert werden könnten. Das Beispiel, das Frau Dr. Gries angesprochen hat im Ausschuss, war, dass bei der gerichtlichen Erwachsenenvertretung, also die ehemalige Sachwalterschaft, dass hier im Grundbuch und im Firmenbuch es nicht mehr automatisch zu einer Anmerkung kommt, wie das eben früher bei der Sachwalterschaft sehr wohl der Fall war. Jetzt gibt es nur mehr eine Anmerkung, wenn ausdrücklich vom Pflegschaftsgericht ein sogenannter Genehmigungsvorbehalt angeordnet wird. Ich muss dazu sagen, dass in meiner Brust hier zwei Herzen schlagen. Aus der Sicht des Vertragserrichters und Sachwalters, der ich auch selbst persönlich bin, wünsche ich mir natürlich einen bestmöglichen Schutz der betroffenen Personen. Insofern kann ich die Kritik der NEOS inhaltlich durchaus ein bisschen nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass der Sinn und Zweck des Gesetzes ist, die Autonomie zu stärken und hier so wenig wie möglich in die Rechte der Betroffenen einzugreifen. Und gerade die NEOS sollten das so verstehen, weil sonst hängen sie auch einem sehr liberalen Gesellschaftsbild an, und das spiegelt sich hier auch gewissermaßen wider. Ich glaube aber, dass die Justiz in der praktischen Handhabung sehr häufig von diesem gerichtlichen Genehmigungsvorbehalt Gebrauch machen wird und dass es so sehr oft hier zu Anmerkungen im Grundbuch und im Firmenbuch kommen wird. Insofern kann es sein, dass in Wahrheit diese Debatte eher eine akademische Debatte ist. Ich denke aber ohnehin, dass man nach einem gewissen Beobachtungszeitraum sich dieses Gesetz anschauen muss, das Erwachsenenschutzgesetz vielleicht evaluieren muss und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann noch ein bisschen nachschärfen muss. Und bis dahin freuen wir uns auf mehr Selbstbestimmung auf der einen Seite und weniger Bevormundung auf der anderen Seite. Wahrlich ein freiheitlicher Grundsatz. So, Volker Reifenberger von den Freiheitlichen war das. Und